Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst am 2. Advent. Du schaust ja cool aus mit deiner tollen Mütze. Das finde ich auch und ich bin richtig glücklich. Das glaube ich dir. Hast eine tolle Mütze und noch so eine dicke Schokokugel um den Hals hängen. Ich hätte auch ganz so schöne Sachen wie du. Wo hast du denn das alles her? Die Mütze habe ich mir schon richtig lang gewünscht. Und stell dir vor, gestern war ich zusammen mit Mama in der Stadt und habe sie endlich bekommen. Und die Schokokugel war heute in meinem Adventskalender. Hast du auch einen Adventskalender? Na klar. Schau mal, wie toll meiner ist. Da muss ich doch gleich mal schauen, was bei mir heute drin ist. Ich habe extra auf dich gewartet, bis du da bist. Ich bin so gespannt. Das ist ja richtig toll. Ich glaube, ich hätte nicht so lange warten können. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Ein Schoko-Nikolaus. Das ist ja eine tolle Überraschung. Da hat sich das Warten gelohnt. Jeden Tag gibt's eine kleine Überraschung, bis endlich Weihnachten ist. Du, ich kenne eine Geschichte in der Bibel. Da muss jemand richtig lang warten. Komm, erzähl mal. Maria ist eine junge Frau. Eines Tages passiert etwas Besonderes in ihrem Leben. Da schickt Gott nämlich einen echten Engel zu Maria. Der Engel sieht aus wie ein Mann. Aber es ist ein Engel. Also jemand, den Gott geschickt hat. Der Engel sagt: Sei gegrüßt, Maria. Gott hat dich unter allen Frauen auf der Welt ausgesucht. Maria bekommt einen richtigen Schreck. Sie weiß gar nicht, was der Engel meint. Aber der Engel sagt: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich für etwas ganz Besonderes ausgesucht. Stell dir vor, Gott sagt dir: Du wirst ein Kind bekommen und das Baby sollst du Jesus nennen. Jesus ist der Sohn Gottes und er wird für immer König werden. Maria kann zuerst gar nicht glauben, was der Engel gesagt hat. Was? Denkt sie. Ich soll ein Baby bekommen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Und wer soll denn dann der Vater von dem kleinen Jungen sein? Der Engel erklärt ihr: Gott ist der Vater des Jungen. Es wird ein ganz besonderes Kind sein. Gottes Sohn. Durch Gottes Kraft wird Jesus gemacht. Maria weiß zuerst gar nicht, was sie denken soll. Gottes Sohn wird als kleines Baby in die Welt kommen? Aus ihrem Bauch? Das ist ja etwas Wunderbares, was der Engel da sagt. Gott soll als Kind zu den Menschen kommen. Na sowas. Der Engel merkt wahrscheinlich, dass Maria richtig aufgeregt ist. Er sagt: Denk dran, Maria, Gott kann alles. Maria ist sehr erstaunt. Sie möchte gern, dass alles so wird, wie der Engel gesagt hat. Maria sagt: Ja, so wie Gott es möchte, so soll es werden. Ich bin bereit. Da hat die Maria lange warten müssen, bis Jesus endlich geboren wurde. Ja, viele Monate lang, weil Gott Jesus als kleines Baby auf die Welt geschickt hat. Ich weiß, warum Jesus als kleines Baby gekommen ist, weil Jesus dann kleine und große Menschen gut versteht. So ist es. Jesus weiß genau, wie Kinder sich fühlen, wenn es ihnen gut geht. Wenn sie traurig sind oder Angst haben, kennt Jesus das auch.
dann weiß Jesus bestimmt auch, wie sehr wir darauf warten, dass endlich Weihnachten wird. Ja, ganz bestimmt. Und Jesus wurde groß und erwachsen und weiß darum auch, wie es den großen Menschen geht. Danke, lieber Gott, dass du Jesus auf diese Welt geschickt hast. Das ist toll, dass er als Mensch geboren wurde und weiß, wie es uns kleinen und großen Leuten geht. Amen. Wir zeigen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch ein, zum das andere an, wie auch der Freddy, wollen wir teilen? Ach, Ach komm schon.